Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr dieses schöne Gänsefüßchenmuster mit dem unsichtbaren Übergang häkeln könnt. Ihr habt mich gefragt, ob dieser Übergang mit dem Muster auch funktioniert. Und seht her, es ist keine Naht zu sehen. Das Einzige, was man sieht, ist hier dieser Faden. Das ist der Übergang zur allerletzten Kettmaschenreihe. Aber da könnt ihr am Ende einfach ein Lederlabel drauf machen. Schaut euch bitte dieses schöne Label an. Den Shop, wo ich diese Label bekommen habe, den verlinke ich euch natürlich auch nochmal. Dieses Muster ist wirklich super einfach und auch für Anfänger geeignet. Wir benötigen einen Boden für den Korb. Ob gehäkelt im Strickstil, mit normalen festen Maschen oder aus Holz, ist völlig egal. Ich habe schon einen Boden im Strickstil vorbereitet. Wenn ihr wissen möchtet, wie das funktioniert, schaut euch mein Video zum runden Korb an. Ich verlinke das Video und alle genutzten Materialien unter diesem Video in der Beschreibung. Zum Häkeln nutze ich eine Häkelnadel in genau der gleichen Größe, wie ich auch den Boden gehäkelt habe. In meinem Fall eine Nummer 7. Dann braucht ihr natürlich eine Schere und, was ganz nützlich ist, eine Stopfnadel und einen Maschenmarkierer. Wenn ihr den Boden bereits mit dem unsichtbaren Übergang gehäkelt habt, dann habt ihr sehr wahrscheinlich noch genug Restfaden übrig. Falls nicht, ist es auch nicht so schlimm. Wie ihr einen neuen Faden mit einem Endfaden, der lang genug ist, an einem Boden ansetzt, zeige ich euch auch gleich. Ihr beginnt in der Masche, wo der Faden hier, der Endfaden, rauskommt. Der andere Faden ist der Faden zum Knäuel, der Arbeitsfaden. Ich nutze hier übrigens eine 5 mm Baumwollkordel von Bobini. Das hier ist euer Boden von oben und wir drehen das Ganze jetzt um. Und zwar häkeln wir hier in das hintere Maschenglied und den Faden dahinter, dass ihr genau da rauskommt, wo der Endfaden auch ist. Den legt ihr euch jetzt rechts beiseite, holt euch den Arbeitsfaden, zieht diesen hindurch und häkelt eine feste Masche. Nun häkelt ihr in diese gleiche Masche eine zweite feste Masche. Ihr seht nun, dass hier vier Fäden aus dieser Masche kommen. Diese rechten beiden gehören zur ersten Masche und die linken beiden gehören zur zweiten Masche. Die nächste Masche am Boden wird ausgelassen und wir gehen in die nächste. Wieder ins hintere Maschenglied und in den Faden dahinter. Den Arbeitsfaden holen, eine feste Masche häkeln und in die gleiche Masche eine zweite feste Masche. Die nächste Masche wird wieder übersprungen und wir häkeln hier weiter. Arbeitsfaden holen, feste Masche häkeln und eine zweite feste Masche. So geht es die ganze Runde herum. Eine Masche auslassen und hier kommen zwei feste Maschen hinein. Eine Masche auslassen und wieder zwei. So geht es die ganze Reihe weiter, bis wir hier kurz vorm Ende sind. Ich zeige euch jetzt noch einmal, wenn ihr einen neuen Faden ansetzen wollt oder mit einer anderen Farbe weitermachen wollt, wie ihr das macht, wenn ihr jetzt keinen Restfaden auch mehr übrig habt. Zuerst häkelt ihr eine Luftmaschenkette, die so lang ist, wie euer Korb hoch werden soll. In ungefähr, auf eine Masche mehr oder weniger kommt es jetzt nicht drauf an. So ungefähr. Bisschen Faden noch zum Vernähen. Und dann stecht ihr einfach in irgendeine Masche vom Boden, egal wo ihr anfangt, ins hintere Maschenglied, in den Faden dahinter und holt euch den Arbeitsfaden hier hindurch und häkelt eine feste Masche. Und in die gleiche noch eine zweite feste Masche. Hier links ist der Arbeitsfaden, hier rechts ist diese Luftmaschenkette, die ihr jetzt auftrennen könnt. Auch hier geht es genauso weiter, wie ich euch eben schon erklärt habe. Eine Masche überspringen
und in die nächste zwei feste Maschen häkeln. Eine überspringen und zwei feste Maschen häkeln. Und das war es eigentlich schon. Also echt einfach. Hier wartet der Endfaden auf euch und wie ihr den Übergang macht, das zeige ich euch dann gleich. Meine Runde ist jetzt gleich zu Ende. Ihr seht, der Korb neigt sich hier ein bisschen in die falsche Richtung. Das ist nicht so schlimm, den könnt ihr dann einfach so ein bisschen biegen, damit er sich in die richtige Richtung bewegt. So, jetzt lassen wir wieder eine aus. In die nächste machen wir wieder zwei feste Maschen. Auslassen und zwei feste Maschen. Und jetzt machen wir schon den Übergang. Auch wenn man jetzt denken könnte, die Lücke ist hier ziemlich groß, ist es trotzdem richtig. Wir haben jetzt hier noch eine Masche, die ausgelassen ist. Und hier sind schon unsere ersten beiden Maschen, die rauskommen. Wir greifen uns jetzt nicht den Arbeitsfaden, sondern nehmen hier das Endstück, ziehen das durch diese beiden Schlaufen hindurch. Jetzt gehen wir hier durch die erste Masche, die wir hier gehäkelt haben, von vorne nach hinten durch, nehmen den Endfaden, fädeln diesen hier einmal komplett durch und jetzt schaut euch genau an, wo der Endfaden herkommt. Der läuft durch diese beiden Maschen hier hindurch. Da stecht ihr rein von unten nach oben, nehmt den Endfaden und fädelt den hier einmal zurück. Jetzt macht ihr alles so schön klein, dass die Maschen alle gleichmäßig aussehen. Wenn ihr am Endstück zieht, dann wird diese Masche hier kleiner. Und wenn ihr an dem Arbeitsfaden zieht, dann wird diese Masche, die hier hinterliegt, etwas kleiner. Und so zupft ihr euch das alles hin, dass es gut aussieht. Und dann ist die erste Runde auch schon fertig. In Runde 2 beginnen wir jetzt wieder in der Masche, wo der Endfaden rauskommt. Das ist diese hier. Und jetzt schaut euch das einmal genau an. Aus dieser Masche kommen ja zwei Maschen, einmal die rechte und einmal die linke. Und wir stechen jetzt immer in die linke Masche ein, einfach hier dazwischen. Und zwar auch zwischen diese beiden Fäden, die ihr hier sehen könnt. Dort stecht ihr rein und kommt jetzt hier unter dem Endfaden raus. Dann greift ihr euch wieder den Arbeitsfaden, häkelt eine feste Masche und an der gleichen Stelle eine zweite feste Masche häkeln. Dann guckt ihr euch an, wo die nächsten beiden Maschen liegen. Die hier haben wir ausgelassen. Hier sind die nächsten beiden und da geht ihr wieder in die linke Masche, unter diese beiden Fäden, nicht unter, zwischen diese beiden Fäden hier. Auf der anderen Seite kommt ihr hier raus. Arbeitsfaden holen, eine feste Masche häkeln und noch eine feste Masche in die gleiche Stelle. Hier sind wieder die nächsten beiden. In die linke, wieder durch diese beiden Fäden hier hindurch, eine feste Masche und an der gleichen Stelle eine zweite. Rechte Masche auslassen, in die linke häkeln und zwei feste Maschen machen. Die nächste auslassen, die rechte, und wieder in die linke.
und 2 feste Maschen. So geht's die ganze Runde weiter und das war eigentlich auch schon das ganze Muster. Eine Masche wird immer ausgelassen und in die nächste werden 2 feste Maschen gehäkelt. Ich bin jetzt hier bei der vorletzten Masche angekommen. Jetzt kommen wir hier zur letzten. Hier ist unser Anfang. Wieder 2 Maschen hineinhäkeln. Und jetzt nehmen wir den Arbeitsfaden beiseite und greifen uns das Endstück. Hindurchfädeln. Hier wirkt es wieder, als ob dieser Übergang riesengroß ist. Aber wenn man die Maschen dann klein zieht, dann geht das wieder. Durch die erste Masche von hinten nach vorne häkeln. Den Endfaden hier einmal durchziehen. Das Ganze drehen. Und durch diese beiden Fäden, wo der Endfaden durchgeht, durchstechen. Und den Endfaden hier einmal durchfädeln. Dann zieht ihr euch alles wieder so hin, dass es schön aussieht. Dann könnt ihr dem Körbchen auch noch mal so ein bisschen hier die Form geben. Und dann sind wir mit Runde 2 schon fertig. Runde 3 und auch alle anderen Runden, die jetzt folgen, sind immer gleich. Ihr häkelt da los, wo der Endfaden rauskommt, wie wir das eben schon gemacht haben. Von diesen beiden Maschen hier nehmt ihr immer die linke und häkelt hier zwischen diese beiden Fäden. Legt den Endfaden rechts beiseite, holt den Arbeitsfaden und häkelt 2 feste Maschen. Die rechte Masche auslassen und durch die linke wieder 2 feste Maschen häkeln. Dadurch, dass wir jetzt immer nur in das linke Glied häkeln, entsteht dieser schöne Versatz, der eben dieses Gänsefüßchenmuster ausmacht. Eine Followerin hier auf YouTube und jetzt auch auf Instagram hat in ihrer Story gesagt, dass sie gerne den Übergang häkelt in der Seenadelart. Das fand ich so unglaublich toll, dass dieser nahtlose Übergang so mit meinem Namen in Verbindung gebracht wird. Da bin ich schon so ein bisschen rot geworden. Also liebe Andrea, vielen lieben Dank für diese coole Story. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Reihen hochgehäkelt und ich finde, das reicht aus an Höhe für diesen Korb. Wenn euch der Korb jetzt so gefällt, dann vernäht ihr jetzt einfach die Fäden. Dann habt ihr eine Abschlusskante, so wie es hier aussieht. Das Ganze geht übrigens auch mit einem viereckigen Korb. Ich werde gleich noch eine Runde Kettmaschen machen, das gefällt mir immer ganz gut. Da habt ihr 2 verschiedene Varianten. Entweder stecht ihr durch das komplette Glied einmal durch, dann sehen die Kettmaschen am Ende so aus, wie so ein Zopf. Oder ihr stecht nur ins hintere Maschenglied, das mache ich jetzt gleich. Und dann ist es hier so ein bisschen versetzt. Das gefällt mir jetzt für diesen Korb hier etwas besser.
Also, wir beginnen auch wieder da, wo der Faden rauskommt, hier der Endfaden, und gehen durch das hintere Maschenglied. Aber nur durch diesen einen Faden, den hinteren nicht. Jetzt holen wir uns hier den Arbeitsfaden durch. Dann gehen wir ins nächste Maschenglied, wieder nur in den hinteren. Arbeitsfaden holen und den ziehen wir hier direkt durch die Schlaufe. Ins nächste, Arbeitsfaden holen und direkt durchziehen. Nächstes und durchziehen. Und damit ihr euch das gleich merken könnt, wo der Anfang war, empfehle ich euch, die erste Kettmasche, die ihr gehäkelt habt, mit einem Maschenmarkierer zu markieren. Ich hatte am Anfang immer so ein bisschen Probleme, die erste Masche wiederzufinden. Wenn ihr dann soweit seid, hier ist jetzt meine letzte Masche. Hier aus dieser Masche kommt die erste Kettmasche raus. Hier häkeln wir nicht rein. Dann könnt ihr euren Faden abschneiden, etwas länger, damit ihr noch ein Stück vernähen könnt. Zieht den Faden hier komplett durch. Und jetzt geht ihr hier durch eure erste Kettmasche. Durch diese komplette Masche einmal durch, durch beide Fäden. Holt euch den Faden hier durch. Und häkelt diesen hier zurück, wo dieser Faden rauskommt. Die Masche wieder schön klein ziehen, damit alles gleichmäßig aussieht. Und jetzt können wir die Fäden schon vernähen. Wenn euer Korb groß genug ist, dann könnt ihr den einmal umstülpen. Dann ist das Vernähen ein kleines bisschen leichter. Ich nehme mir dazu immer eine Stopfnadel, aber ihr könnt das natürlich auch mit einer Häkelnadel durchfädeln. Und jetzt geht ihr hier einfach durch die Maschen durch. Und vernäht den Faden, bis ihr das Gefühl habt, der geht nicht wieder auf. Dann die Fäden abschneiden. Und dann könnt ihr euer Körbchen auch wieder zurückstülpen und einmal in Form ziehen. So, jetzt können wir einmal von innen gucken. Ihr seht hier nirgendwo irgendwie einen Übergang. Das Einzige, was man jetzt hier sehen kann, ist dieser Faden. Das war der Start von unserer Kettmaschenreihe. Und da machen wir einfach das Lederlabel drüber. So ihr Lieben, probiert dieses Muster unbedingt aus. Es ist wirklich richtig schön. Postet eure Werke gerne auf eurem Instagram-Profil und verlinkt mich. Ich freue mich über jeden einzelnen Post und über jeden eurer liebevollen Kommentare. Ohne euch würde dieser Kanal nicht weiter wachsen. An dieser Stelle mal ein riesengroßes Dankeschön an euch alle.